Klopf, klopf und hallo. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe Post bekommen. Es hat sich die liebe Manuela gemeldet bei mir, dass sie die ein oder andere Kette mit diesen Glasfläschchen haben möchte. Und da haben wir uns per E-Mail so ein bisschen ausgetauscht. Und ja, hier ist die Post. Hallo Christine, ich hoffe, dass ich deinen Geschmack getroffen habe. Viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße, Manuela. Manuela ist auch auf YouTube zu finden unter Goldbody. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal Tee. Und dann zwei Tütchen. Och, da sind Hasis drauf. Ja, ich nehme mal den Karton zur Seite. Also einmal haben wir hier türkischen Apfeltee. Ich bin gespannt, wie der so schmeckt. Und Rooibos Sahne Karamell. Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ich bin noch kein wirklicher Teetrinker im Sinne von, dass ich hier jeden Tag zwei Tassen trinke, aber ich werde ihn auf jeden Fall probieren. Und mein Mann auch. Also schon mal danke. So, dann holen wir das mal alles raus. Dann kann ich den Karton nämlich hier wegstellen. So. Ui. Huch. Oh je, da ist eine Tüte kaputt gegangen. Schaut mal. Ah. Die mache ich mal zum Schluss. Das lasse ich jetzt einfach chaosmäßig in dem Karton. Ja. So. Auf jeden Fall sind hier schon mal ganz niedliche Sticker drin. Von Mickey Mouse. Sehr niedlich. Dann war hier noch was offen. Und zwar das hier. Ui, an alle Einhorn-Verrückten. Schaut mal. Mal gucken, ich habe da jemanden. Ein kleines Mädchen. Und vielleicht gebe ich da mal einen ab. Da wird die sich freuen. Einen werde ich behalten und einen gebe ich ab. Ja. Dann war hier noch ein Tütchen. Mal gucken, was da drin ist. Oh, kleine Miezis. Die sehen ja toll aus. Sind die zum Kleben? Ist da eine Klebefolie dran? Nee, das sieht nicht so aus. Wie komme ich an den Fisch, denkt die sich die Katze bestimmt. Oh je, die sind echt süß. Mein Mann hatte mal eine Katze gehabt. Die ist auch richtig alt geworden, 21 Jahre. Aber ich persönlich hatte keine Katze als Haustier. Ich muss gestehen, Katzen sind niedlich und ich streichle sie auch ab und zu mal ganz gerne. Aber bei den Viechern weiß man immer nicht so richtig, wann die austicken und dir eine verpassen. Deswegen bin ich ja so der Hundefreund. Ja, ich hatte nämlich mal einen Hund. Früher. Dann haben wir hier zwei Taschen, die sehen so ein bisschen aus wie die diese Umschläge, die man beim Action auch kaufen konnte. Oh. Ui. Das ist ja riesig. Das knistert. Ich muss gestehen, ich hatte Resin, also dieser Gießharz-Geschichten, noch nicht in der Hand. Deswegen bin ich jetzt gerade so am Fühlen. Ja, schick. Den werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht an den Schlüssel machen. Der ist ein bisschen sehr groß. Den werde ich hier irgendwo in meinem Bastelzimmer ranmachen. Oder im Schreibtisch. Ich habe ja kein richtiges Bastelzimmer in dem Sinne.
Aber gefällt mir sehr gut. Da sind so eine Nachtkamera. Die will heute wieder. Doch jetzt. Da sind so kleine Flakes drin. Die schimmern schön. Gefällt mir schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Noch so ein Umschlag. Ein Schmetti. Und der glitzert ganz toll. Ah, okay. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Angst, dass das Glitzer abgeht, aber nein, es geht nicht ab. Das ist gut. Ja, der ist hübsch. Der kommt auch gleich an meinen Schlüssel ran. So, und dann haben wir noch zwei Tütchen. Mit welcher wollen wir denn anfangen? In Minimu? Mit der hier. Machen wir mal Wundertütenmäßig. Ein riesen Knutschmund. So einen Knutschmund, den schicke ich immer meinem Mann. Wenn ich dem nur WhatsApp schicke, dann kommt da immer so ein, von diesen Emojis so ein Knutschi hinterher. Sehr, sehr niedlich. Steht da drauf, Princess. Ist ja verrückt, was es nicht alles für Formen So, hier haben gibt. wir übrigens ein schönes Tütchen. Sollen wir auf jeden Fall mal aufheben. Hier haben wir ein Schleifchen. Boah, das funkelt. Auch sehr hübsch. Hast du die Steinchen hier mit Sekundenkleber draufgeklebt, dass sie besser halten? Kannst du mir mal verraten. Schick, schick. Auch hinten, das ist dieses Schwarz, das ist so wie abgerundet an den Kanten. Ja. Fällt mir auch sehr gut. Da ist noch was drin. Boah, da hast du aber viel eingepackt. Huch, gleich zwei. Ach, so ein Einkaufschip. Das ist auch immer gut. Ich habe einen an meinem Schlüssel dran. Und zwar steht da mein Name drauf. Und den verwende ich so ungerne. Ich habe Angst, hab, wenn sich ein anderer meinen Einkaufswagen schnappt, ist auch mein schöner Chip weg. Und da hat man den gleich. Hier mit einer Lasche dran. Auch schön. So, der bricht nicht durch. In ganz Glitzer. So, bestellst du beim Tadinchen, im Tadi-Shop? Weil diese Mold kenne ich von Annette. Bestellen wir etwa alle bei ihr? Oh, ein Magnet. Ich muss mal gucken, ich habe hier noch nichts, wo ich was ranmagneten kann, aber vielleicht kommt das ja noch. Da haben wir so ein Herz. Mit einem Glitzerstein und einem Magneten hinten dran. Und oh, noch mehr. Haben wir ein Pferdchen. Oder doch ein Einhorn? Ah, eine Seite ist immer so ein bisschen wie abgerundet und die andere ist ganz, ganz glatt. Was ist da? Ah, und passend ein Hufeisen. Tütchen ist leer. Und da haben wir noch was Kleines. Ein Mini-Herz. Gleich fertig zum Dranmachen.
Schick, schick. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vor allem mit welchem ich anfange. Mit dem Schmetti werde ich anfangen. Dann schauen wir mal hier rein. Nochmal eingepackt. Das ist aber gut eingepackt. Nagellack. Dieses Tütchen ist auch niedlich. Oha. Man riecht es schon. Nagellack. Einmal so ein lila Ton. Dann schwarz. Also ich muss gestehen, ich benutze Nagellack so gut wie nie. Also es kommt meistens dann nur zu Feierlichkeiten, dass ich mir mal Nagellack drauf mache. Aber ansonsten eher nicht. Aber den werde ich auf jeden Fall mal benutzen. Weil ich habe so ein lilanes Oberteil, da passt der sehr gut. Oh, die Farbe ist auch noch toll. Das ist in der Kamera ziemlich blau, aber das ist mit einem ziemlich dollen Grünstich. Vielleicht sieht man das besser, wenn man die Flasche aufmacht. Stinkt es zwar gleich hier noch mehr. Ne, ist genauso blau. Aber es hat wirklich einen schönen grünen Schimmer mit drin. Ja, vielleicht probiere ich die zweimal aus. Den auf jeden Fall. Und den mal gucken. Und schwarz eigentlich gar nicht. Aber vielleicht kann man den schwarzen auch benutzen, um auf den Fimo-Teilchen die Augen tupsen zu machen. Dieses Schwarz. Das werde ich mal überlegen. Dankeschön! So, und dann war ja noch das Chaos hier in dem Karton. Da. Da gucke ich mal, ob ich jetzt hier spontan... Ja, hier. Da muss. Ja, die war voll kaputt. So. Ja, schade. Das kleine Tütchen ist kaputt, aber ich habe ja noch eine, die ganz ist. Die ist anscheinend hier... Ja, an der Seite ist sie aufgerissen. Naja, nicht schlimm. Was haben wir denn hier alles? Ganz viele verschiedene Sachen. Da sind auf jeden Fall welche bei, die ich noch nicht habe. Was ich immer schön finde an diesen Charms, ist, wenn die von beiden Seiten sind. Also hier haben wir zum Beispiel einen Schornsteinfeger und der ist von beiden Seiten. Finde ich immer sehr gut, wenn die nicht so hohl sind. Genauso der Apfel, der ist auch von zwei Seiten. Und der ist auch sehr witzig hier. Das ist wie vom Kartenspiel, der Joker vom Romy-Kartenspiel. Auch schön, von beiden Seiten. Dann haben wir hier Spinnen. Ah, der ist ja cool. Quack, quack. Was haben wir noch? Feen haben wir hier zwei. Ah, das ist auch schön, wenn man jetzt, was wie ich jetzt immer selbst häkel, noch so einen kleinen Anhänger dran zu machen. Das sind zwar jetzt hier Stricknadeln, aber... Dann haben wir hier Love, sehe ich. Und was steht hier? Ein Bierdeckel. Sehr witzig. Und ein Hexenhut. Ah, der Delfin ist auch doppelt. Also der ist von beiden Seiten. Ein paar Schlüssel, eine Blume. So ein Grusel hier, so ein Grusel. Na, so ein Gruselkürbis. Boah. Dann haben wir hier so eine Schleifen mit Hope. Kann man auch gut erkennen, ne?
Ah, ein Kolibri, das passt ja. Mein Mann sagt nämlich manchmal Kolibri zu mir, deswegen passt das sehr gut. Der kommt irgendwo ran bei mir. Wahrscheinlich an den Schlüssel. Und dann ist hier noch eine Fledermaus. Und so eine ganz tolle Feder. Die sieht auch hübsch aus. Die ist auch nicht ganz platt, die ist so ein bisschen gebogen. Schick, schick, da haben wir echt schöne Sachen bei. Und eine Spinne hier für alle Freunde von Spinnen. Ich bin kein Freund von Spinnen. Schick, schick. Ja, da hast du eine ganze Menge mitgeschickt. Ich versuche das mal hier nochmal ans Bild zu rücken, alles, aber ich glaube, ich kriege das gar nicht alles drauf. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich werde deine Post dann auch fertig machen. Mit den Ketten, die du dir ausgesucht hast und den Anhängern und noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Aber das wirst du ja dann sehen. Ja, danke, danke, danke. Freue ich mich sehr. Und bis dahin. So, da bin ich nochmal. Ja, hier ist mein Schlüssel. Und ich hatte hier noch so eine aus Restwolle so eine Locke gehäkelt. Die ist jetzt schon dreckig und all, die kommt jetzt ab. Und dafür habe ich schon mal was rangemacht. Auf jeden Fall den Schmetterling habe ich schon rangemacht. Und jetzt ist die Kamera wieder nicht scharf. Jetzt. Und das kleine Herz habe ich hier mit zu den anderen Herzen rangehangen. Das ist ja von Manuela jetzt. Die zwei Herzen sind von Sissy, von Annettes Mama. Den habe ich auch irgendwann mal zugeschickt bekommen. Ich weiß nur leider nicht mehr von wem. Da hat jemand meinen Namen gemacht. Dann habe ich hier von Annette noch ein Entchen dran. Da muss ich mal, ich habe noch ein paar Entchen von ihr, eine neue dran machen, weil die Nase ist schon fast weggerubbelt. Dann habe ich hier noch auch aus Tauschpaketen so eine Perlchen noch dran. Dann habe ich meine Anhänger dran, um die zu testen, wie lange die halten und wie was ich da ändern muss. Ihr seht mit der Zeit, der hängt jetzt hier bestimmt schon Monate dran. Mit der Zeit drückt sich das halt ein. Es war diese Fimo Luftgeschichte, also sehr, sehr leicht. Hier platzt jetzt auch schon die Farbe ab. Aber zumindest weiß ich denn, wenn jemand fragt, so, wie lange hält denn sowas? Also er hält auf jeden Fall lange. Die Öse, die haut hier nicht ab. Die habe ich mit Sekundenkleber eingeschraubt. Aber sie hält auf jeden Fall etwas länger. Ja, das war von meinem Wuffi noch. Das hatte sie immer an ihrem Halsband dran. Das ist auch einer von mir. Den habe ich eigentlich auch nur zum Test hier dran, um zu gucken, wie lange der hält. Und der hängt noch länger als das andere Fimo-Teilchen. Und ja, macht auch noch einen guten Eindruck. Ja, denn der Schmetti, mal gucken, wie lange du hier dran bleibst. Und dann haben wir noch, was haben wir noch? Na, das war's eigentlich. Hier unten ist noch IA dran. Ne? Den habe ich vorher mal in der Post mit drin gehabt. Und hier hinten ist mein eigentlicher Einkaufschip. Aber ich benutze den so gut wie nie, weil ich Angst habe, dass irgendwann mal jemand sich meinen Wagen schnappt und mit meinem schicken Chip davon ist. Da war ich echt lange auf der Suche danach. Und ich werde mit den anderen hier noch, den werde ich mir hier noch mit dran machen, dass ich dann diesen benutze und meinen nicht verliere. Ja. So sieht das mit meinem Schlüssel aus. Ist ein bisschen, sieht jetzt viel aus, ist aber nicht so viel. Und ja, ein bisschen Klimbim muss überall dran sein. Gefällt mir sehr gut. Die Farbe passt richtig schön hier ran. Ist ein schöner Hingucker. Jo, das war's. Tschüss.